Als Pleuraerguss bezeichnet man die Ansammlung von Flüssigkeit in der Brusthöhle, also dem Raum zwischen den Rippen und der Lunge. Diese Flüssigkeitsansammlung hat verschiedene Ursachen und muss immer abgeklärt und behandelt werden. Die Folge ist, dass sonst die Lunge verklebt und verschwartet und die Patienten weiter unter Luftnot leiden, dadurch, dass die Lunge nicht richtig entfaltet ist.